Herzlich willkommen zurück. Heute mal ein bisschen anders vielleicht wie sonst. Ne? Einfach nicht so, hier guck mal, fertiges Auto, sondern auch mal so ein bisschen, was ist eigentlich danach? Was ist eigentlich, wenn wir so ein Auto foliert haben? Was ist danach? Am Ende des Tages ist es oft so, die Autos werden foliert, ausgeliefert, fertig. So, machen wir nicht. Wir sagen jedem Kunden oder bitten jeden Kunden, nochmal zu einem Kontrolltermin zu kommen. Ähnlich wie nach einer OP, ne? Fäden ziehen und so, nochmal kurz rüber gucken, ist alles gut. Machen wir eigentlich mittlerweile bei fast allen Autos. Ne? Also es gibt ganz wenige Kunden, die das, ich sag jetzt mal, nicht in Anspruch nehmen oder sagen, ach komm, hier passt schon und so. Machen wir wirklich sehr, sehr häufig. Das heißt, wir gucken in dem Moment einfach nochmal über das Auto. Ist alles noch da, wo wir es hingeklebt haben? Gibt es irgendwo Ecken, kann die hochgehen? Und da muss man einfach dazu sagen, das kann immer passieren. Das kann uns passieren, das kann jedem anderen Folierer passieren. Zu meiner Linken haben wir einen Aston Martin V12 Speedster. Die Kenner unter euch, die sich so ein bisschen mit dem Thema Auto und so beschäftigen, ne, die wissen, was da im Hintergrund steht. Super seltenes Fahrzeug. Auf jeden Fall ein Fahrzeug, was man, glaube ich, nicht einfach mal so auf der Straße sehen wird, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr gering. Extrem, also wirklich extrem, auch für uns extrem zum Kleben, weil bei diesem Fahrzeug auch wieder die Besonderheit der Vorderbau, das heißt also der Kotflügelbereich, Stoßstange ist ein Teil. Das heißt, drüben angefangen, einmal hier rum, komplett ein Bauteil, ohne Trennung drin. Man muss dazu sagen, bei dem Projekt, das war, Folierung haben wir gemacht, ich glaube so ganz kurz, ganz knapp vor Weihnachten fertiggestellt. Da war die Vorgabe, die Fahrzeuge müssen zu Weihnachten beim Kunden sein. Das war natürlich so unsere Deadline. Ne? Die konnten wir kurz vor knapp einhalten. Also wir haben an dem Vortag der Abholung, ich glaube bis nachts um 2 oder sowas, 2:30 hier irgendwie geklebt. Und morgens um 8 Uhr stand der LKW hier und die Autos sind aufgeladen worden. Ja, schwierig. Ist eigentlich genau das, was man nicht machen sollte. Frisch foliertes Auto direkt ausliefern. War in dem Punkt, in dem Fall nicht anders möglich, ging einfach nicht anders. War auch okay so. Wir haben dann natürlich schon darauf hingewiesen, wir brauchen das Auto zwingend, unbedingt nochmal bei uns. Ganz wichtig. Sprich, wir müssen kontrollieren, wir müssen uns das Fahrzeug anschauen, müssen gucken, passt das überhaupt alles so, hat das gehalten. Das heißt, wenn wir also bis nachts um 3 da irgendwas noch geklebt haben, ne, ihr wisst vielleicht mittlerweile, Lackschutzfolie wird nass geklebt, sprich die Feuchtigkeit, die da noch drunter ist, das muss natürlich raustrocknen und das kann bedeuten, dass vielleicht die ein oder andere Stelle hochgeht. Wenn ich ehrlich sein soll, ich hatte richtig die Hosen voll. Ich hatte wirklich Angst, wenn dieses Fahrzeug wiederkommt, dass wir gerade diese super extrem schwierigen Bauteile nochmal machen müssen. Jetzt haben wir das Fahrzeug letzte Woche Montag angeliefert bekommen. Nee, Quatsch. Freitag. Samstag? Samstag war es. Ich habe kein Zeitgefühl. Völlig egal. Wir haben das Auto angeliefert bekommen und ich war echt ein bisschen erstaunt, wie gut das Auto eigentlich aussieht. Es gibt natürlich Stellen, Ecken, Kanten, die hochgegangen sind. Ne? Das war ganz klar. Aber das hält sich echt extrem in Grenzen. Sprich, wir haben zum Beispiel so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, wie die Spiegelkappen. Spiegelkappe hier, seht ihr, da haben wir schon so ein X draufgeklebt, die muss neu gemacht werden. Das war ein Bauteil, was wir eben so kurz vor der Abholung, Übergabe noch gemacht haben. Da ist viel Spannung drauf, war klar. Ist aber überhaupt gar kein Thema. Ne? Dann seht ihr hier am Fahrzeug noch so ein bisschen so Markierungspunkte. Das sind eben genau die Stellen, wo wir jetzt nochmal nachschauen müssen. Aber das ist ein extrem guter Schnitt. Ganz kleine Bereiche hier und da irgendwo, wo man vielleicht einen Millimeter nochmal wegschneiden muss oder sogar noch weniger. Ne? Oder wo man vielleicht sogar nochmal mit dem Föhn dran gehen kann und das nochmal fixen kann. Ja, passt. Also bin ich echt happy mit. Zu dem Auto, denke ich, muss ich nicht allzu viel sagen. Sehr, sehr selten, sehr, sehr wertvoll. Echt mega. Hinter mir 458. Jetzt muss ich überlegen, in der Farbe Rosso California, glaube ich. Laut Besitzer der einzige 458 weltweit in dieser Farbe. Weiß jetzt nicht, bei Ferrari bin ich so ein bisschen raus, gerade was die Farben angeht. Das Auto kam zu uns mit, ich glaube, knapp 21.000 Kilometern. Auch der hatte, wie der Wiesmann schon, echt sein erstes Leben hinter sich. Okay,
Hinter uns steht ein Auto, was echt wie neu aussieht. Ne? Gibt so ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt natürlich nicht retten konnten. Aber am Ende des Tages sieht dieses Auto echt wieder mega gut aus. Auch da kann euch der Jan gleich nochmal so ein bisschen was reinschneiden. Vielleicht können wir sogar das Auto nochmal so ein Stückchen weiter in Richtung Sonne fahren, weil erst da kommt diese Farbe. Also ich war tatsächlich gestern, wir haben das Auto gestern rausgefahren, weil wir draußen immer unter Tageslichtbedingungen nochmal so eine Kontrolle machen. Und das ist schon extrem geil. Also die Metallic Flakes in diesem Lack in der Sonne. Das kann auf jeden Fall was. Das dazu, ich würde sagen, der Jan und ich samt Kamera und Co. Gehen jetzt gleich wieder rein. Da zeige ich euch das nächste Projekt, an dem wir aktuell arbeiten. Auch wieder so ein, ich sag mal, kurz vor knapp Projekt, was schon seit Monaten geplant ist. Aber aufgrund der verzögerten Auslieferung jetzt natürlich so ein bisschen dann, uns so ein bisschen in die Bredouille gebracht hat. Das heißt, wir haben das Fahrzeug am Dienstagmittag hier angeliefert bekommen. Montag ist das Auto aus Italien gekommen, also Montagabend oder Spätabend erst. Dienstag haben wir ihn angeliefert bekommen, aus dem Anhänger raus, direkt gewaschen, direkt auf die Bühne und Attacke, los geht's. Weil heute ist Donnerstag, morgen muss dieses Fahrzeug abgeholt werden oder wird abgeholt und ist am Wochenende auf einer Veranstaltung bei den Dirt Days am Hockenheimring. Von der Dirt Group kennt der ein oder andere vielleicht auch. Und da muss dieses Fahrzeug fertig sein. Ähnlich wie beim S-Martin auch, ne? So wirklich kurz vor knapp. Eigentlich hatte ich nach dem Projekt S-Martin gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Ne? Entweder wir haben da entsprechend Zeit oder eben nicht. Ging jetzt einfach nicht anders. Musste so sein. Die Jungs sind drin fleißig am Kleben ich hoffe mal, dass wir das Auto bis morgen Mittag fertig kriegen, dass der eben dann, wie gesagt, wie versprochen gewünscht, am Wochenende da einsatzbereit ist. Von diesen Kunden bekommen wir noch ein Fahrzeug. Freue ich mich drauf. Muss ich ehrlich sagen, ihr wisst, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Lambo-Ferrari-Fan, aber das wird geil. Das wird auf jeden Fall ein Fahrzeug und ein Projekt. Da nehmen wir euch natürlich auch wieder mit, zeigen euch. Das wird richtig, richtig geil. Jan und ich gehen jetzt mal rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo. Ich rede gerade mit Kamera. Also ihr seht, ich versuche immer irgendwie so halbwegs seriös rüberzukommen. Im Hintergrund sieht es anders aus. Ich habe schon mal gesagt, ne, also wenn der Jan uns hier wirklich einen Tag einfach nur begleiten würde und das Ganze hier filmen würde, was hier so den ganzen Tag los ist. Okay, das muss der Jan auf jeden Fall rausschneiden oder piepen oder Delfine oder sonst irgendwas. Ja, wir sind auch nur Menschen, mehr oder weniger. Also ich würde sagen, wir gehen mal so ein ganz kleines Stück zurück. Lamborghini Aventador Ultime. Ich bin mir nicht genau sicher, es wird, glaube ich, in Deutschland noch nicht so sehr viele Fahrzeuge geben. Es gibt insgesamt nur 250 Stück. Ich glaube, ich habe bei Insta irgendwie schon ein, zwei gesehen. Also im Münchner Raum, glaube ich, war das. Ist auch schon ganz geil. Richtig gut finde ich bei dem Auto allerdings den Speck. Also Farbe, Dekorlinien, Felgenfarbe. Ne, hier mal so ein bisschen. Ne? Das sieht also schon echt schick aus. Hier haben wir wieder die Besonderheit Mattlack. Mattlack ist nicht immer gleich Mattlack. Mattlack bei Mercedes zum Beispiel ist in der Regel relativ glatt, hat zwar so ein bisschen Hammerit-Lack-Optik, ist aber von der Oberfläche her einfach sehr, sehr glatt, ne? Also nicht porig. Bei Lamborghini und Ferrari sieht es anders aus. Gerade bei Lamborghini ist es oft so, dass der Mattlack sehr grob porig ist und einfach eine relativ raue Oberfläche hat. Und das macht es für uns extrem schwierig, weil wir natürlich die Montageflüssigkeit rausrakeln und in diesen Lackporen bleibt Luft zurück. Das heißt, man hat immer so helle Schattierungen drin und schwierig. Ganz schwieriges Thema, das hatten wir jetzt schon mal ganz extrem bei einem SVJ war es, glaube ich. Den haben wir zwar näher eingepackt, aber das war echt, das macht keinen Spaß. Ne? Also da muss man einfach gucken, da hat das Ganze dann einfach irgendwo eine Grenze. Das heißt, da muss man auch einfach ganz klar sagen, okay, gerade so in umgelegten Bereichen, so hier oben, so Kanten, die man umlegt, da ist eben an der Innenkante vielleicht auch der Lack nicht so wie eben auf der Oberfläche an sich von dem Bauteil. Und da hat man eben so ganz helle Schattierungen drin. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Da können wir machen, was wir wollen. Da kannst du der weltbeste Folierer sein und schon seit 3 Milliarden Jahren Lackschutzfolie kleben. An dieser Basis änderst du nichts. Ich denke, wir haben das bei dem Auto ganz gut im Griff, bisher zumindest.
Und ja, wie gesagt, Timeline ist morgen Abholung. Enge Geschichte, wir haben jetzt noch so Sachen zu machen wie Scheibenrahmen, Seitenschweller, Jungs sind gerade an der Frontschürze dran, Heckschürze muss noch gemacht werden. Also wir haben da auf jeden Fall heute auch noch ein bisschen Programm. Ich würde sagen, der Punkt Auto im fertigen Zustand abfilmen fällt leider raus, weil das werden wir morgen, glaube ich, nicht getimed bekommen. Jan schüttelt schon Kopf. Schwierig, ja. Genau. Das wird wahrscheinlich nichts werden, aber da wir auch das Auto auf jeden Fall nochmal hier bei uns haben, werden wir auf jeden Fall versuchen, dann da vielleicht einfach nochmal was zu filmen. Ne? Dann kann man es vielleicht ähnlich wie beim Aston Martin machen. Wie ist es eigentlich, wenn so ein Auto auf letzte Rille geklebt und übergeben und raus und ciao? Ne? Wie sieht es dann danach aus? Ja, das war es eigentlich soweit dazu. Jan, wir haben wahrscheinlich, oder ich habe wahrscheinlich schon wieder gefühlt 3 Stunden gelabert. Passt, okay. Geht's. Sagt er immer, passt. Ja. Dann schneidet er doch nachher irgendwie noch eine halbe Stunde raus. Ja, die nächsten Tage, Wochen stehen uns auf jeden Fall noch extrem viele Projekte bevor, extrem geile Fahrzeuge, sehr seltene Fahrzeuge, schöne Fahrzeuge, geile Projekte, geile Kunden. Und ja, da nehmen wir euch auf jeden Fall wieder mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal ein paar Kommentare unten und ja, teilt unser Video, teilt es, bitte, danke. Den Scheiß so mit hier subscriben, liken, teilen und vergesst die Glocke nicht und so, das spare ich mir jetzt mal. Aber teilt unser Video und ja, helft uns dabei auch einfach auf diesem Wege, YouTube, vielleicht einfach ein bisschen mehr Reichweite zu gewinnen und da vielleicht auch immer irgendwo ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu leisten, ne? Weil genau mit solchen Geschichten wie am Aston Martin machen wir das. Ne? Das heißt, wir klären da auch gerne einfach ein bisschen auf und zeigen nicht nur so die schöne heile Welt, sondern eben auch das, was sonst noch so passiert. Ja, danke fürs Zuschauen, danke für eure Geduld und bis zum nächsten Mal.